Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Ich habe folgendes Problem. Ich habe hier zwei MacBooks stehen und dieses zweite MacBook, das etwas ältere, kommt jetzt künftig etwas höher. Und ich habe aber nur eine externe Tastatur, eine Bluetooth-Tastatur von Apple. Das ist die hier. An sich eine gute Tastatur, kann man nichts sagen. Das Schreibverhalten muss man sich dran gewöhnen. Aber das große Problem ist, diese Tastatur ist auf dem Rechner gebunden, gekoppelt, gepairt, aber nicht auf dem Rechner. Und wenn ich mal umschalten will, muss ich hier das Bluetooth wieder aktivieren, die Tastatur raussuchen und das ist mir einfach alles zu blöd. Das dauert mir zu lang. Ich hätte natürlich eine zweite Tastatur dranhängen können, aber der Schreibtisch wird ja nicht größer. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dieses Gerät gefunden von Logitech, die K780 Multi-Device, wie es so schön heißt, eine Tastatur mit, und das ist das Entscheidende für mich, drei Umschalter. Man kann also drei Geräte koppeln und dann hin und her schalten. Und das werde ich machen mit dem neuen MacBook Pro, mit dem alten MacBook Pro und vielleicht noch mit einem Tablet. Und ich will euch mal dieses Gerät zeigen. Eigentlich ist es für was anderes gedacht. Die Idee ist eigentlich hier, dass man sein Tablet bzw. sein Smartphone koppeln kann und darauf schreiben kann. Das mache ich nicht. Für mein iPad habe ich eine große Tastatur, auch von Logitech, die mir nicht so ganz gefällt, aber das Original war besser. Aber jetzt ist es halt das Ding geworden und am Smartphone diktiere ich in der Regel nur. Was haben wir hier? Also hier ist das die Möglichkeiten drin, wie man quasi hin und her schaltet. Und das will ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren, zwischen den Geräten hin und her zu schalten. Werde ich jetzt euch nicht vorführen, ich will euch jetzt mal diese Tastatur zeigen. Diese Tastatur ist in Plastik verpackt und ich mache sie mal auf. Na, in guten Plastik verpackt und hat hier, also wird mit Batterie betrieben, es ist nicht wie die Apple-Tastatur, eine Tastatur, die via USB aufgeladen wird, sondern es wird hier mit einem Batteriepart getrieben. Und ich will es jetzt nicht rausziehen, jetzt geht es kaputt. Also so sieht die Tastatur aus. Die Schreibknöpfe sind genauso wie die Schreibknöpfe hier. Also es ist keine Anschlagstastatur. Man hört es auch nicht, aber sie fühlt sich nicht schlecht an. Es ist das deutsche Layout. Also sehen wir hier an YK, Z ist da oben. Wir haben die Sonderzeichen, scharfes S und die Umlaute alle drin. Und wie gesagt, hier oben 1, 2, 3, die F1, F2, F3 Taste dient dann zum Umschalten. Ich bin mal gespannt, wie es ist und berichte euch dann mal in meinem Blog, in der schriftlichen Version Redaktion 42, ob es denn geklappt hat. Wie gesagt, man könnte jetzt hier, hier liegt noch ein altes iPhone rum, das iPhone hier oben reinstellen. Auch das iPhone, das iPad Pro habe ich gelesen, passt da oben rein. Also geht einmal frei. Auch das iPad Pro passt oben rein. Die Tastatur ist so schwer, dass das Ding nicht umfällt, weil das iPad Pro 12 Zoll ja richtig, richtig fett ist und im Vergleich richtig schwer ist. Also hier ist der Einschaltknopf, falls ihn jemand gesucht hat. Okay, also ich werde berichten. Habt euch wohl und alles Gute, bis dann. Ciao und guten Rutsch. Na, ausschalten ist da.